Hast du dir schon einmal überlegt, aus welcher Dimension du kommst? Und wusstest du, dass deine Augenfarbe etwas darüber aussagen kann, wo du herkommst? Und dass die Augenfarbe uns sogar Auskunft darüber gibt, wo deine Seele herkommt und was deine Aufgabe ist? Es ist richtig, die Farbe deiner Augen verrät etwas Besonderes und Einzigartiges über den Ort, von dem du kommst. Also schaue dir einen Moment lang in die Augen und denke wirklich über die Kraft dieser Farbe nach. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nerejana Kardinal und ich bin Bioenergietherapeutin, Heilmedium und Buchautorin. Und ich werde dir heute über die Bedeutung deiner Augenfarbe berichten. Die Augenfarbe erinnert uns an verschiedene spirituelle Dimensionen, aus denen wir alle kommen. Orte, an die wir uns immer wenden können, um Führung und Trost zu finden. Lass deine Augenfarbe ein Symbol für die Verbindung mit dieser universellen Energiequelle sein und lade die Spiritualität jeden Tag in dein Leben ein. Das, was ich jetzt sage, kann von der Wissenschaft natürlich nicht bestätigt werden, denn diese Kenntnisse habe ich über Botschaften der Sternenfreunde erhalten. Und so liegt es an dir, ob du es glauben magst oder nicht. So sagen die Sternenfreunde, wenn jemand von den Plejaden kommt, sollte er blaue Augen haben. Also wenn jemand von den Plejaden direkt auf die Erde kommt, dann hat er blaue Augen. Wenn jemand von der vierten Dimension kommt, so sollte er braune oder grüne Augen haben, sagen sie. Nehmen wir mal jemand vom Sirius, der in der vierten oder in höheren Dimensionen ist. Dann sollte er eine braune Augenfarbe haben. Wenn du zum Beispiel in vielen Inkarnationen in Ägypten inkarniert warst und über den Bau der Pyramiden Bescheid weißt und vielleicht sogar an okkulten Zeremonien teilgenommen hast, dann färben sich deine Augen grün. Zum Beispiel, wenn du dich in einer höheren Dimension, also mindestens der vierten, befindest und von dort in niedere Bereiche gegangen bist und längere Zeit dort geblieben warst, dann haben sich die Augen grün gefärbt. Von der gesamten Menschenbevölkerung, sagt man, haben ca. 2% grüne Augen. Also wer grüne Augen hat, von dem sagen die Sternenfreunde, dass sie die niederen Bereiche der vierten Dimensionen besucht haben. Was auch immer du dort erlebt hast oder praktiziert hast oder die Energien vielleicht beeinflusst hast, das ist ein Teil deiner Seele aus der vierten Dimension. Das heißt aber jetzt nicht, dass man ein böser Mensch ist, wenn man das alles erlebt hat, sondern weit davon entfernt bedeutet das eher, dass man eine große Entwicklung durchlebt hat, in welcher sich die Seele letztendlich zum Guten entschieden hat. So kann also ein Wesen aus der vierten Dimension genauso viel positive Veränderungen bringen wie ein Wesen aus der fünften oder sechsten oder aus den höheren Dimensionen. Das liegt daran, dass diese Menschen mit den grünen Augen die Kontrollelemente der Machthaber auf der Erde erlebt und erkannt haben. Das bedeutet, dass diese Menschen in der aktuellen Zeit die ganze Kontrolle und die Manipulationsebenen erkennen. Denn dabei erinnert sich die Seele an das bereits Erlebte und erkennt, dass sie sich gegen diese Dinge auflehnen und dass sie sie bekämpfen sollte. Die Augenfarbe stellt die Geschichte der ganzen Leben aus der Vergangenheit dar. Dies können viele Leben sein. Und in diesen Leben habt ihr verschiedene Augenfarben gehabt, je nach den Dingen, die ihr erlebt habt und wo ihr gewesen seid.
Wenn jetzt in diesem Moment, in diesem Leben deine Augenfarbe grün ist, dann wurdest du als Retter der Menschheit erkannt. Denn in dir steckt der Rebell. Du hast schon so vieles Negatives gesehen und weißt, wie man dagegen angeht. Du bist der Fackelträger des Lichtes. Menschen mit blauen Augen kommen von den Plejaden. Sie haben die meiste Zeit auf den Plejaden verbracht, bevor sie auf die Erde kamen. Sie sind sensibel und mitfühlend und suchen nach der Wahrheit. Menschen mit hellblauen Augen kommen aus dem Sirius-Sternensystem. Sie sind logisch, praktisch und haben ein Auge für Details. Wenn deine Augen eher dunkelblau sind, dann könntest du aus der Andromeda-Galaxie stammen. Menschen mit diesen Augen sind willensstark, ehrgeizig und entschlossen. Menschen mit braunen Augen, so sagt man, kommen aus dem Sternbild von Orion. Sie sind kreative Denker und haben einen großartigen Sinn für Humor. Menschen mit goldbraunen Augen könnten aus der Lyra-Konstellation kommen. Sie sind natürliche Heiler und haben eine tiefe Verbindung zum Geist und der Seele. Menschen mit grünen Augen kommen sehr oft auch aus dem Sternbild der Vega in der Lyra. Sie sind weise, intuitiv und spirituell eingestimmt und sie sind geborene Anführer und suchen oft das Abenteuer. Sie erkennen ganz genau, was Recht und was Unrecht ist. Aber egal, welche Farbe deine Augen haben, du solltest wissen, dass sie die kraftvolle Energie des Geistes repräsentieren und dir helfen können, dich mit deiner spirituellen Seite zu verbinden. Spiritualität ist der Schlüssel zur Entfaltung der Kraft deiner Seele, ganz gleich aus welcher Dimension du kommst. Die Farbe deiner Augen kann also eine Geschichte erzählen. Und es liegt an dir, diese Geschichte auf die von dir gewählte Weise zu interpretieren. Schätze die Schönheit in dir selbst, egal wie viele Dimensionen du entfernt bist. Bitte teile diesen Podcast, damit noch mehr Menschen erfahren, was ihre Augenfarbe bedeutet und aus welcher Dimension sie kommen. Und like das Video, wenn es dir gefallen hat. Abonniere meinen Kanal, damit du auch weiterhin wichtige Podcasts bekommst. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Deine Smarana.